Hallo Leute, hier ist Tobi von metalheads.de und ich sitze heute hier mit, ja, und jetzt die erste Frage, GWLT, Gewalt, wie ist es für euch am liebsten, wie nennt ihr euch selber? Es gibt nur eine Art, also Gewalt heißt es. Gewalt, okay. Ja. Also, wir wissen jetzt, wir sitzen hier mit Gewalt und wir sitzen hier einmal mit dem David und einmal mit dem Chris von Gewalt. Und wollen einfach mal so ein paar Fragen durchgehen. Ihr habt jetzt hier die Pre-Release in Köln. Gestern wart ihr in Berlin. Und wie ist gestern Berlin gelaufen und wie seid ihr so in den Flow gekommen? Es war super. Also Berlin hat Spaß gemacht. Es war gut voll. Und es war so das erste Mal, dass so viele, oder kann man schon sagen, so viele neue Tracks im Set sind. So ich das nehmen, dann kann ich es nämlich immer rübergeben. Dass so viele neue Tracks im Set sind und viele Sachen das erste Mal live gespielt, so vor Menschen. Das war echt cool. Also ich könnte es mir tatsächlich nicht besser vorstellen. Also ja gut, natürlich kann man sich besser vorstellen, aber das ist dann schon fast vermessen. Ja, also was auch interessant war, war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, unsere erste so richtige Headliner-Show. Wir haben zwar oft als Headliner gespielt, aber dass ein Konzert tatsächlich nur wir spielen und das auch für uns gebucht wird, das war das erste Mal und keine Vorband, was ja zu wilden Diskussionen geführt hat. Das war das erste Mal und es war cool, weil es einfach unser Abend war und so hat es sich auch angefühlt. Das war echt cool, hat Bock gemacht. Ja, ist es für euch jetzt quasi ein Projekt? Man liest also sehr viel das Wort Projektgewalt oder ist es wirklich so ein längeres Zuhause für euch? Ich habe das gar nicht gelesen, Projekt. Habe ich jetzt, ich nehme es dir immer gleich ab. Also habe ich tatsächlich, also für uns ist das halt eine Band so. Also klar kommen wir alle aus unterschiedlichen musikalischen Hintergründen und so und machen auch unterschiedliche Sachen so, machen auch weiter unterschiedliche Sachen. Das ist, glaube ich, auch der viel so das Benzin, was da Gewalt auch vorantreibt, dass da so viele unterschiedliche Sachen reinkommen, aber wir sind schon zusammen, also das war jetzt nicht so für das eine Album, also das ist schon ne? Ja, da liegt auch ein bisschen die Stärke der Band drin, dass man halt sagt, klar, wir sind eine Band, aber wir haben halt so viele andere Sachen, die wir halt auch gerne machen und diese Einflüsse kommen alle auch wieder in dieses Gewaltding halt so mit rein, von daher ja, die Band ja, aber nicht nur. Genau, und nicht Projekt, sondern eher Band als Ding, so. Danke. Ich wollte jetzt auch was. Alles gut. Weil Stein und Eisen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir als Debüt ziemlich gut gefallen. Ist eine sehr, sehr gute Produktion geworden. Geht gut nach vorne. Ich bin ja nun mal ich bin 73er Baujahr und ich denke dann auch an altes Such a Search und ich glaube, das ist kein schlechter Vergleich. Aber wie entwickeln sich so die Songs bei euch? Also ab wann wisst ihr, es ist ein Rap-Only-Part oder es ist ein Crossover oder es ist jetzt in die Hardcore-Richtung? Erzähl mal so ein bisschen was über die kreativen Prozesse vom Album. Da fängt der Chris mal an, weil wir schicken uns viel hin und her. So. Beginnen Sie. Also jetzt nehme ich das auch gleich mal direkt an mich. Ja, es ist tatsächlich so, dass das sehr spät erst klar ist, was für ein Track das eigentlich ist. Wenn ich da rumsitze und irgendwie zu Hause so ein Demo schreibe, dann habe ich natürlich schon im Kopf, was das so werden könnte, aber wirklich sein Gesicht zeigt der Song immer erst dann, wenn ich ihn David geschickt habe und David seine Vocals drüber gemacht hat. Und da passieren immer die verrücktesten Sachen. Da sind dann irgendwelche Parts, die für mich ja ganz klar irgendwie ein Chorus waren, sind und auf einmal nur noch irgendwie ein Intro und keine Ahnung, der Hauptpart wird zum Nebenpart und so weiter und so fort. Und wir hatten auch oft die Situation, dass dann David noch irgendwie ein Beat gemacht hat, der dann irgendwie noch dazu kam und so. Also es ist tatsächlich super spannend zu sehen, wie der Song in dem Schaffensprozess sein Gesicht total krass verändern kann, so letztendlich. Aber generell haben wir festgestellt, dass es da so zwei Kategorien gibt. Es gibt Songs, die haben irgendwie so Schnittstellen zu diesem Rap-Ding. Entweder dass das Instrumental halt gut passt, um halt drauf zu rappen, oder dass man vielleicht einen Beat cool reinmachen kann oder wie auch immer. Und es gibt Songs, die haben das gar nicht. Die können wir nicht irgendwie als Rap-Song irgendwie ummodeln. Und David erkennt das dann halt und macht dann halt das, was er macht. Ja. Also das ist tatsächlich egal jetzt, wer von uns die Skizze geschrieben hat, also musikalisch so, ist tatsächlich so die bestimmt, was drauf gemacht werden muss. So. Also es gab auch schon Sachen, eben wenn Chris was schickt, so, dass man dann rumschnibbelt oder ich sag, boah, das ist der Teil ist so geil, das ganze andere kann man nichts mit anfangen und dann oder kann ich nichts mit anfangen so. Nein, das ist warte, was kommt so. Es ist ja in echt und dann wird da draus
entsteht auf diesem einen Fitzel total viel, was so viel Kraft hat, dass dieses, was entstanden ist, die restliche Produktion wieder inspiriert, und dann wird es auf einmal voll groß so. Also voll kommen neue Teile dazu und das ist großartig. Und das ist das Schöne eben, dass da so viel dann zusammenkommt und wir sind selber immer überrascht, deswegen wird es auch nicht langweilig. Ja, das ist cool. Also ist doch ein natürlicher Flow drin. Also es sind keine gestrickten Sachen in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein natürlicher Flow drin, der dann quasi auch wie im Proberaum einfach beim Jam Sachen ergibt halt. Ja? Okay, cool. Warum Rise Empire und nicht auf dem eigenen Label, Chris, wenn du das noch machst? Chris. Tell him, Chris. Chris wird diese Frage jetzt beantworten. Yeah. Ja, genau. Go ahead, genau. Ganz einfach, da kommt man unter Umständen in einen gewissen Interessenskonflikt. Gar nicht jetzt irgendwie von wegen, dass man jetzt keinen Deal findet und sich da jetzt also Sorge hat, sich selber über den Tisch zu ziehen, das jetzt gar nicht, sondern eher so, dass es grundlegend zwei unterschiedliche Blickwinkel sind, den ein Label hat und den jetzt so eine Band hat. Und wir haben das zwar in der Vergangenheit schon auch immer ganz gut in Einklang gebracht, weil wir diese Release-Situation schon immer aus der Band raus auch gesteuert haben. Das heißt, wir waren da auch schon zusammengesessen und waren so Band und Label, so beides so zusammen. Aber jetzt gerade dafür war es so, dass wir uns verschiedene Modelle überlegt hatten, wie Stein und Eisen das Licht der Welt erblicken könnte. Und uns da eigentlich auch schon so ein paar Favoriten rausgepickt haben und dann relativ spät erst The Rising Empire auf uns zugekommen sind. Tobbe hat uns angeschrieben, dass er das cool findet, was wir machen. Und dann eigentlich aus mehreren Treffen und Gesprächen raus, hat sich halt rauskristallisiert, dass Tobbe halt sehr genau checkt, was wir machen wollen mit der Band. Dass der halt weiß, wie wir ticken und dass er auch weiß, welche Art von Arbeit ein Label liefern müsste, um aus uns das quasi rauszuholen, was tatsächlich sinnvoll ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns irgendwann total gut und wohl gefühlt haben mit der Situation und dann irgendwann gesagt haben, ja, lass uns das doch einfach zusammen starten. Ja. Und jetzt sitzt du hier, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich auch dann so quasi der Übergang zur nächsten Frage. Also wenn ich mir Stein und Eisen anhöre, also ihr habt definitiv was zu sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage an so eine Band, was ist ihnen lieber, wie die Fans reagieren? Abfeiern mit euch on stage? Also anhören oder sich auch mal zu Hause hinsetzen und wirklich auch mal zuhören, weil ihr habt Texte geschrieben und das lest ihr auch in meinem Review, das ist halt wirklich zum Zuhören animiert und nicht einfach nur zum Anhören und Abfeiern. Wie ist euch das als Band lieber? Also ganz ehrlich, so dass das, wie es für die Leute am besten ist, weil also ich empfinde genauso viel Freude, wenn ich sehe, dass die Leute das aufnehmen. Also wenn wir spielen und es gibt ja immer dieses, klar, so die ersten paar Reihen und dann gibt's wo es abgeht so und dann gibt's die dahinter, wo das, und das ist ein Unterschied, ob jemand unbeteiligt dasteht und sich das anhört oder ob jemand dasteht und zuhört. Und das bereitet mir genauso viel Freude zu sehen, wie jemand zuhört, wie wenn jemand komplett abgeht so. Und das ist, glaube ich, bei uns auch ganz interessant, dass Raum für das alles da ist so und dass sich sich die Leute auch holen, weil wir nicht die Ansagen machen, so und jetzt Circle Pit und jetzt das. So, das machen wir nicht, weil einfach das, also ich find's und ich glaube, da sind wir uns einig, es ist einfach kraftvoller, wenn das aus sich heraus entsteht so. Und da gibt's keine Präferierung von meiner Seite so. Die können gerne alle feiern so, weil vor dem Zuhören können sie, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber vor dem Zuhören können sie eh nicht weglaufen, wir sind ja schon da so, und deswegen hat da alles seinen Platz so. Ja, oftmals sind auch das Feedback, was wir nach den Konzerten kriegen, super interessant. Das ist dann gar nicht so die Front Row, die dann irgendwie da irgendwie am Feiern waren, am Abgehen, sondern da kommen dann die Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die gesagt haben, hey, ich habe mir das angeguckt, es hat mich krass berührt, es waren krasse Themen. Und das sind die Leute, die so einen richtigen Zugang halt zu der Band finden. Und ich finde auch, wenn da eine Aufmerksamkeit vorhanden ist, dann ist das Konzert eigentlich schon ein gutes Konzert so. Ja. Du bist ja jetzt quasi auch noch aktiv als Roger Reckless, also wirklich, das ist dann nur Rap, wenn ich das jetzt richtig, also nicht nur in Anführungszeichen, sondern, ne? Warum jetzt bei Gewalt als David und nicht als Roger Reckless? Genau deswegen, weil die Themen, was bei Gewalt halt sind, da ist kein Filter dran irgendwie. Reckless ist auch sehr, 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 das ist halt, nee, das klingt jetzt, das ist auch falsch. Da bin ich halt ein Teil von fünf, so.
da bin ich der David. So. Und wenn ich alleine Raps mache, so, dann Reckless, Mai, ich hätte mich als Künstler da auch David nennen können, so, aber es gibt halt schon David bei uns in München. So. Dann habe ich mich Roger Reckless genannt, dann hat sich einer von den Töpfen umbenannt und heißt normal auch Roger und jetzt heißt sie eigentlich nur noch Reckless so im Freundeskreis. Okay. Aber das Ding war, ich bin einer von fünf, wir sind alle mit unseren Namen da, so, ich möchte. Und das ist auch so, und es fühlt sich auch gut an. So, also es ist echt cool, zu sagen, so, ich bin der David von Gewalt. Und manche Leute checken die Connection so von Reckless und Gewalt so, und manche nicht so. Und das ist beides schön, weil das geil ist für die einen, die sagen, oh krass, ich habe mir jetzt auch Rap-Sachen von dir angehört, das ist ja voll geil. Oder andere, die sagen, ey, ich habe mit Raps überhaupt nichts zu tun, so Gewalt ist Killer, so mach mal lieber nur das. So. Oder andere, die ich arbeite ja in der Jugendarbeit seit langem und die sagen immer, David, warum machst du immer Rock? Hör auf, du musst wieder Rap machen. Und so, und ich so, ihr müsst euch das reinziehen, ihr müsst euch die Texte anhören und so, aber... Naja, es ist noch ein bisschen schwierig. Kids. Aber wie viel Wut steckt in euch? Weil wenn ich mir das Album anhöre, da ist schon eine Menge Wut auch mit dabei. Und wenn ich dann so überlege, wenn man so aus München kommt, wo der Seehofer versucht, gerade der neue Donald Trump zu werden, ist das natürlich mit dem Rebellieren, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen schwierig, stelle ich mir das vor. Aber wie viel Wut steckt dann da in euch? Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie du willst. Also wie du schon gesagt hast, so, also das determiniert quasi schon so ein bisschen die Art und Weise, wie man mit dem Prinzip Rebellion umgeht, dass es einem so schwer gemacht wird. So, also das heißt, habe ich den Eindruck, in Bayern sucht man sich eine gewisse Auseinandersetzung mit so sozialen Themen nicht aus, sondern du musst halt, also wenn du als 12-Jähriger von der Nachhilfe heimkommst und du musst breitbeinig am Polizeiauto stehen und dein Rucksack wird dir ausgeleert und die fragen dich nach Waffen und Drogen so, dann stellst du schon einiges in Frage so. Aber ich wollte doch Polizist werden, wo ich klein war. Wieso machen die das, wenn dir Leute auf die Finger hauen als Kind? So, das sind halt Sachen, es ist naja, man wurde da so ein bisschen hineingezwungen, sag ich mal, auf die eine oder andere Weise so. Und die Wut, die da ist, das ist ja nicht nur daher. Also wir haben ja alle Internet so. Also wir sehen ja auch, was außerhalb in der Welt passiert. Und es ist halt krass, dass man sich oft so machtlos fühlt so und gleichzeitig so denkt, so, was kann ich denn tun? Und da ist die Musik, finde ich, so ein krasses Ventil, um so ein bisschen was davon rauszulassen, weil der Punkt ist, Wut ist schwierig, wenn sie unterdrückt wird. So, wenn du Wut lange unterdrückst, dann, weil Wut ist auch so ein im negativsten Sinne so ein Kontrollverlust von dir selber. So, und wenn du das unterdrückst, dann wird da draus irgendwann so eine diffuse Angst. Und deswegen ist Wut rauslassen ganz, ganz wichtig und sich damit auseinandersetzen und sich bewusst zu sein, dass sie irgendwohin gerichtet sein muss, so, aber dass es keine blinde Wut ist. Und da sind wir, glaube ich, jetzt, da wir doch ein bisschen älter sind, nicht mehr so in diesem, wir sind 20 und haben einfach blinde Wut auf alles so versprühen da so einen Geist von dagegen sein, sondern wir haben schon sehr spezifisch diese Sachen kanalisiert, finde ich. So. Was ich interessant finde, ist, dass wir trotz unseres fortgeschrittenen Alters, in Anführungszeichen, im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen, dieses Anecken und diese Reibung, die da immer wieder entsteht, dass wir das noch haben. Weil was bei vielen Leuten passiert, das ist, keine Ahnung, jetzt irgendwie Kollegen oder wie auch immer, ist so eine Angepasstheit, und damit meine ich jetzt nicht die, dass man irgendwann mal Lust hat, eine Familie zu gründen und ein Haus und ein Auto zu haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Also wir sehen uns alle nach Ruhe und Frieden ein Stück weit. Aber ich meine das tatsächlich, dieses nicht mehr sehen wollen, dass Dinge schieflaufen. Egal, ob das auf einer persönlichen Ebene ist, dass Menschen scheiße behandeln, ob das auf so einer regionalpolitischen Ebene ist oder auch auf einer globalpolitischen Ebene, das einfach nicht mehr wahrnehmen wollen, weil man nur allein mit dieser Wahrheit nicht mehr umgehen möchte. Nicht jeder muss rausgehen und Steine schmeißen, auch nicht jeder muss irgendwie eine Band gründen, dann irgendwie dass sich diesen Kanal da irgendwie vereinnahmen, aber es nicht mehr sehen zu wollen, das ist für mich eine Art von Lebensaufgabe, also Aufgabe in Form von sich selber aufgeben, die ich möglichst lange rauszögern möchte. Ja. Wie politisch darf
soll oder muss eine Band sein heutzutage? Ist es genreabhängig oder ist es etwas, wo ihr sagt, nein, eigentlich gibt es genug Messages, die man unter die Leute bringen muss als Band, auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass man in einem anderen Genre, wenn man sich da ein bisschen mehr engagiert, Fans verliert. Wie seht ihr das? Also wir haben, ich sag das jetzt einfach nochmal. Ja. Ich hätte es total kurz gemacht. Okay, mach kurz. Ganz kurz, wir müssen nicht, weil es irgendwie ein Genre uns das diktiert, sondern wir müssen es, weil es in uns drin ist. Das muss raus, dieser Kanal der Band verlangt, dass wir diese Themen ansprechen. So. Ja, das wäre die kurze Variante. Ich kann nicht kurz. Das ist so. Das Ding ist halt auch, dass wie soll man das sagen? Ich finde, wenn man was macht, so, dann sollte man irgendwie einen Grund haben, warum man es macht. Also finde ich, wenn ich Musik mache, ich persönlich so, dann möchte ich tatsächlich das machen, um was weiterzugeben, so, um irgendwie Leuten etwas geben zu können. Ich möchte, dass da was entsteht. So, ich möchte gerne das, was ich fühle oder wir fühlen, nach da draußen tragen, weil ich bin mir einfach zu 100% sicher, wenn du selber irgendwas fühlst, dann gibt es da draußen auch welche, die das genauso empfinden, egal wie abwegig das sein mag. So. Und das tut gut. Also es tut gut, wenn du am Boden bist und richtig dir das Scheiße geht und du hörst jemanden, der genau dasselbe erlebt hat und du findest einen Text, ein Gedicht, ein Buch, ist scheißegal, und das gibt wahnsinnig viel Kraft, und das war für mich persönlich immer der Auftrag, den ich machen wollte in Mucke. Wie das jemand anders macht, ob der sagt so, ey, ich mach Mucke, weil ich halt Bock hab, Partys zu feiern, und weil ich halt Bock hab, keine Ahnung, hier rumzufahren im Land oder so, ey, die machen halt ihr Ding, aber ich finde, das Einzige, was ich schwierig finde, ich würde mich freuen, wenn es mehr Leute geben würde, die eine Botschaft haben, die sie vermitteln wollen, so, die auch positiv ist. Das ist auch immer wichtig, weil Leute, die negative Botschaften verbreiten, gibt es ja leider. Und wie soll ich sagen, ich verteufel das aber auch in keinster Weise, wenn jemand sagt, Alter, ich habe Bock zu feiern und mach das so. Was ich scheiße finde, schlimm finde und was eine Schelle verdient hat ins Gesicht von einem jeden, das sind die, die Partymucke machen und dann sagen so, und jetzt machen wir mal diesen politischen Track, von dem wir schon ein Jahr lang sprechen. Was ist denn gerade? Das nehmen wir. Das passt gut. Und das hasse ich. Aber es dann doch sehr gekünstelt auch rüberkommt, ja, und sehr geheuchelt. Das Ding ist, also weil man dann nicht mehr, ich kann dann nicht einschätzen, was ist denn jetzt echt so? Also ist jetzt echt euer Party-Ding oder ist jetzt echt dieses eine sozialkritische Ding oder was ist denn jetzt? Und meistens ist weder das eine noch das andere echt so. Und da, ich freue mich, wenn Musik echt ist, deswegen höre ich auch vor allem Künstler, denen ich diese Echtheit irgendwo vom Gefühl her attestiere, so, die für mich so wirken, als wäre das, was sie tun, echt und real, und die verstellen sich nicht so. Und selbst wenn die sich verstellen, dann auf eine Art und Weise, die auch irgendwie echt ist. Ja, das klingt verrückt. Ich weiß, was du meinst, ja. Ihr engagiert euch ja nun wirklich auch in dem Projekt Wir sind viele. Das heißt, weil wir viele sind. Ich verstehe das als Mutterprojekt von vielen kleinen Projekten, Kiva zum Beispiel, solche Sachen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen oder ihr beide mal den Zuschauern ein bisschen, was es für Projekte sind, ganz kurz anreißen, wo man es finden kann und warum es Sinn machen sollte, das auch zu unterstützen. Also vom Prinzip her haben wir das eben gemacht, um zu zeigen, sei, wenn wir mehrere Leute sind und zusammenbringen, dann können wir mit kleinen Schritten einen wahnsinnig weiten Weg gehen. So. Zu den ganzen Dachgeschichte, kannst du noch was sagen? Ja, haben wir mal gemerkt, dass halt, abgesehen von diesem Band-Ding, wo es sich ja schon auch um die Inhalte dreht, aber auch, dass in dem Musikkontext alleine stattfindet, dass halt noch krass viele andere Sachen passieren, die da irgendwie immer nicht so richtig reinpassen, sowohl jetzt als Band, aber auch wir als Einzelpersonen, dass da total viel irgendwie
noch ist. Und irgendwann war halt der Wunsch da, das auch irgendwie zu zeigen und die Leute auch daran teilhaben zu lassen und vielleicht auch dazu motivieren, auch mit einzusteigen. Und dann war eben die Idee zu sagen, okay, wir machen so eine Art, wir haben das am Anfang Kollektiv genannt, quasi ein Zusammenschluss von Leuten, klar, aus die Leute in der Band, aber eben nicht nur, die eben diese Themen so ein bisschen nach außen bringen. Und genau, das ist sozusagen so die Überschrift dieses, weil wir viele sind. Und das sind dann eben viele Projekte, in denen wir irgendwie meistens auch mit involviert sind, aber eben nicht nur ausschließlich. Und wenn es in, keine Ahnung, paar Jahren die Band vielleicht nicht mehr aktiv ist oder wie auch immer, dann kann das trotzdem noch weiter bestehen, was uns halt auch wichtig ist. Und wer sich darüber informieren will, genau, weil wir viele sind.org oder Facebook/ weil wir viele sind, da kann man dann mal nachlesen. Ja. Das nächste wird sein, so ein im Februar, am 6. und 7. Februar, so ein Benefizseminar im Hutton Gym in München. Da machen ganz, ganz viele verschiedene Kampfsporttrainer mit. Jeder macht eine Stunde und die Leute können halt quasi von überall herkommen und sich da Muay Thai lehren lassen von zum Beispiel der Robert von Boys That's Fire macht den Muay Thai Kurs. Der Takis Trigelis macht einen Box- und Kickbox-Kurs. Der war früher mit Jean-Claude Van Damme unterwegs. So die Sergio Canudo macht BJJ-Kurse und so weiter. Und die Einnahmen, das machen wir zusammen, also Hutton Gym und weil wir viele sind, die gehen zum Beispiel an den Sohn, an den von einem alten Trainingspartner von unserem Trainer, damit dem seine letzte Lebenszeit noch ein bisschen verbessert werden kann. So. Und das sind halt so Sachen, das ist was ganz anderes als Kiva. Kiva ist so in einem größeren Kontext, wo man Leute auch weit weg unterstützen kann. Und das ist was ganz nah dran ist. Und das ist halt so das Ding, wir machen halt was ist. Und könnt's auch gerne runterschauen nach München, so 6. 7. Februar, es wird auf jeden Fall gut. Okay, cool. Ich werde auf jeden Fall auch dann im Abspann nochmal verlinken auf weil wir viele sind und auch die Facebook-Seite, sodass einfach da noch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen mehr Traffic drauf kommt halt. Ja, ne? Wie geht's jetzt weiter mit Gewalt? Pre-Release-Show heute. Januar kommt offiziell das Album raus. Dann nochmal fette Tour hinterher oder wie sieht's aus? Ja, erstmal so eine fette Tour, die total crazy ist. Irgendwie, also wir haben zum Glück eine sehr mutige Booking-Agentur, die uns da auf dieses Togetherfest drauf gebucht hat. Und das wird mega spannend. Das sind halt so Hardcore-Bands, also so Bands, wo selbst unser Gitarrist sagt, Jugendtraum irgendwie und die einzige Hardcore-Band, die er irgendwie seit Jahren hört und so, Gorilla Biscuits in dem Fall. Und so auf den ersten Blick passen wir da gar nicht so rein. Aber ich glaube, das wird gut funktionieren. Der Trick an der Sache ist, dass wir halt, egal in welchem Kontext wir stattfinden, ob das jetzt in einem Rap-Kontext ist, auf einem Festival, einer Hardcore-Show, Metal-Show, with Full Force Festival, ist vollkommen egal. Wir ziehen immer unser eigenes Ding durch und das macht, erleichtert es den Leuten, einen Zugang zu finden. Der größte Fehler, den wir jetzt zum Beispiel machen könnten, wäre, uns zu überlegen, ja, wie Hardcore können wir denn jetzt bis Februar noch sein? Also, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Wo kriegen wir jetzt da noch irgendwie die richtigen Tätowierungen her? Vielleicht schreiben wir doch noch 5 neue Songs. Die Hände auf jeden Fall, genau, um da halt irgendwie reinzupassen. Und das wäre ein großer Fehler, aber da haben wir keinerlei Interesse. Wir machen da unser Ding und ich glaube, dass das cool wird, ja. Super, dann erstmal vielen Dank. Ich möchte euch bitten, einfach nochmal einen Gruß an die ganzen Metalheads rauszuhauen und einfach nochmal kurz zu sagen, ja, warum sie auf eure Shows kommen sollten, warum sie im Januar auf jeden Fall Stein und Eisen kaufen sollten. Eure Minuten. Hallo Metalheads, ich bin der David von Gewalt und sage euch, tut, was ihr tun müsst, tut, was ihr tun wollt, aber schließt da ein bisschen mit ein, dass ihr auscheckt, was wir machen. Das könnte nämlich tatsächlich sein, dass ihr sagt, ey, finde ich gut. Könnte sein, dass ihr sagt, oh mein Gott, das ist scheiße. Das ist auch okay. Aber dann habt ihr es mal gehört. Liebe Metalheads, der Typ, der die neue Slayer-Platte rausgebracht hat, hat gesagt, dass Gewalt ziemlich cool sind. Und der hat Ahnung. Deswegen empfiehlt sich schon auch ein bisschen zu hören, was der sagt und vielleicht dann doch in den Laden zu gehen und sich Stein und Eisen zu holen. Das ist mal ein fettes Statement. Alles klar. Danke dir, David. Danke. Chris, vielen Dank. Wir sind raus. Danke. Ciao.